Der Olivenanbau begann erstmals 4000 v. Der langsam wachsende Olivenbaum lebt lange genug, um sich zu lohnen. Reines Zentinöl, das aus Oliven gewonnen wird, die seit tausenden von Jahren alle nützlichen Bestandteile des Bodens gesammelt haben, wird seit der Antike für medizinische Zwecke verwendet. Olivenöl, das unserem Körper mit seinen gesunden Fettsäuren und zahlreichen Inhaltsstoffen unglaubliche Vorteile bringt, ist gut für viele Stoffwechselerkrankungen, wenn es ohne Hitzeeinwirkung konsumiert wird. Was sind die Vorteile des Olivenölkonsums? Wann und wie sollte es konsumiert werden? Lassen Sie uns gemeinsam untersuchen. Sie können sich kostenlos anmelden, bevor Sie die Vorteile überspringen. Wir sind hier mit einem neuen informativen Video jeden Tag. Was sind die Vorteile des regelmäßigen Verzehrs von Olivenöl? Olive enthält eine große Menge Öl, aber diese Öle sind gesunde Fette, die dafür bekannt sind, das gute Cholesterin zu erhöhen. Die darin enthaltenen Antioxidantien übernehmen eine sehr wichtige Rolle bei der Vorbeugung von Herzkrankheiten, indem sie die Oxidation von schlechtem Cholesterin im Körper verhindern. Olive, die gesunde Fette wie Omega 3 und 6 enthält, die die Herzgesundheit schützen, reduziert die Plackebildung im Gefäßgewebe. Da es zellwandstärkende Polyphenole enthält, erhöht es die Elastizität der Gefäßwände, die vor Herzerkrankungen schützen. Andererseits enthält Olivenöl einen hohen Anteil an Antioxidantien. Auf diese Weise reguliert es das Verdauungssystem und sichert die Qualität des Darms. Es enthält auch Probiotika, die für die Aufrechterhaltung der Verdauungsgesundheit von entscheidender Bedeutung sind. Es erleichtert die Verdauung, indem es die Darmflora schützt. Seine antibakterielle Eigenschaft schützt die Magenwand, indem es die Ausbreitung einer Substanz namens Helicobacter pylori verhindert, die im Magen lebt und Magengeschwüre verursacht. Olivenöl für gesünderes Knochengewebe. Oliven enthalten viel Calcium. Es wurde durch Forschung bewiesen, dass die phenolischen Verbindungen in Olivenöl Knochenschwund und Schäden verhindern. Diese Verbindungen verbessern unsere Knochengesundheit, indem sie die Anzahl der Zellen erhöhen, die Hormone für die Knochenbildung absondern. Darüber hinaus ist Olivenöl sehr reich an hochwertigen ungesättigten Fettsäuren, die die Zuckermenge im Körper ausgleichen und die Art und Weise kontrollieren, wie sie vom Körper verwendet wird. Bei Menschen mit Blutzuckerungleichgewicht bilden Zuckerpartikel in ihrem Körper unangemessene Bindungen zu Zellen und machen sie unbrauchbar. Dieser Vorgang wird Glykation genannt. Dank Omega-3-Fettsäuren, die in Oliven antioxidative Eigenschaften haben, reduzieren sie den Glykationsbildungsprozess. Darüber hinaus wurde in Studien nachgewiesen, dass Diäten auf der Basis von Olivenöl als primäre Fettquelle das Risiko für kognitive Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson hochwirksam reduzieren. Zur selben Zeit, eines der wirksamsten Lebensmittel zur Stärkung der Immunität ist die Olive. Dank der enthaltenen Vitamine sind fast alle äußeren Faktoren gut gegen Krankheiten. Oliven, die sehr nützliche Mineralien für unsere Gesundheit wie Eisen, Kalium und Calcium enthalten, erhöhen die Widerstandskraft des Körpers, indem sie die Immunaktivitäten erleichtern. Ist Olivenöl also schädlich? Zunächst einmal verliert Olivenöl seine Qualität, wenn es Temperaturen von mehr als 100 Grad Celsius ausgesetzt wird. Daher wird empfohlen, es ohne Hitzeeinwirkung zu konsumieren. Andererseits hat Olivenöl, wie wir alle, einen gewissen Kaloriengehalt und kann bei übermäßigem Verzehr zu Gewichtsproblemen führen. Darüber hinaus kann es aufgrund des in Oliven enthaltenen Fruchtfleischs, das sich positiv auf unser Verdauungssystem auswirkt, bei übermäßigem Verzehr zu einigen Verdauungsproblemen führen, da das Verdauungssystem mehr als nötig beansprucht wird. Wie viel Oliven sollten also verzehrt werden? Experten sagen, dass es ideal und vorteilhaft ist,
täglich einen Teelöffel Olivenöl zu sich zu nehmen, das alle Gewebe des Körpers nährt und sehr wichtige Vorteile bietet. Angesichts dieser Informationen können Sie Ihrer Ernährung Olivenöl hinzufügen und von seinen langfristigen Vorteilen profitieren. Wenn Ihnen unser Video gefällt, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu mögen und zu abonnieren, falls Sie ihn noch nicht abonniert haben. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie informiert.